So, heute sprechen wir über Confluence 3.5. Wir haben eine Agenda vorbereitet. Ganz kurz vielleicht nochmal zu den Grundlagen. Wenn Sie cybert.biz/live eingeben, hier oben cybert.biz/live, dann kommen Sie auf dieser Seite raus. Drücken Sie hier unten auf das kleine, nicht auf das große Symbol, sondern auf das kleine, damit Sie auf diesem Fenster hier bleiben. Hier unten können Sie sich in den Chat einloggen und dann mitchatten. Dafür müssen Sie hier oben dieses Captcha eingeben. So, wir sprechen über Confluence 3.5 inklusive Schnittstellen zwischen Confluence und Jira. Ich bin ein ganz großer Verfechter dieses Firmenwikis Confluence und freue mich natürlich, wenn der Softwarehersteller Atlassian so intensiv wie jetzt für die Version 3.5 an der Software weiterentwickelt. Tatsächlich ist Confluence 3.5, eigentlich denkt man, naja, von 3.4 auf 3.5, kleiner Schritt, das ist das größte Release, das Atlassian jemals für Confluence herausgebracht hat. Und ja, also da gibt es eine ganze Menge vorzubereiten. Diese Live-Session richtet sich insbesondere an diejenigen, die heute schon Confluence anwenden. Wenn Sie noch kein Confluence anwenden, dann würde ich Ihnen empfehlen, unter cybert.biz/live nach ganz unten zu scrollen. Da finden Sie dann den Knopf frühere Live-Sessions. Ich zeige das hier vielleicht noch mal ganz kurz. So, wenn wir jetzt hier runter scrollen, gibt es hier unten einen Knopf frühere Live-Sessions. Wenn Sie da drauf drücken, sehen Sie die vergangenen Live-Sessions und da hatte ich zum Beispiel auch schon mal die Confluence-Software an sich vorgestellt und auch warum braucht man überhaupt ein Firmenwiki. Das werden wir jetzt heute hier nicht behandeln, sondern wir schauen uns an, was in Confluence 3.5 neu ist. Zum Beispiel ein Share-Button, Auto-Watch, HTML5 unterstütztes Drag-and-Drop, verbesserte Code-Block-Makro, stärkere Jira-Anbindung. Das finde ich besonders cool. Und noch eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, weiteren Kleinigkeiten, die ich Ihnen darstelle. Ich werde auch so ein bisschen auf die ja, sozusagen Downsides, die Nachteile von so einem Update eingehen, die jetzt auch hier gerade bei so einem riesengroßen Update sehr schnell zutage kommen. Aber starten wir einfach mal chronologisch und schauen uns das gemeinsam an. Und zwar der Share-Button. Ja, das ist jetzt also, ich habe hier eine Confluence-Instanz offen. Klammer, das sind die Release-Notes. Hier ist ein Confluence-Instanz offen, also eine sozusagen Testinstanz von Cybert Media. Da habe ich ein paar Dinge vorbereitet und wir können jetzt mal gemeinsam eine Seite hinzufügen. Klicken also hier auf Seite hinzufügen, drücken auf Weiter, geben der einen Namen. Testseite zur Demo des Share-Buttons. Bla bla. So, dann drücke ich mal auf Speichern. Meine Seite erstellt. Das kennen wir aus Confluence schon, ganz einfache Funktion. Und hier gibt es jetzt einen neuen Knopf, der nennt sich Teilen. Und diese Seite, die ich erstellt habe, kann ich jetzt mit meinen Kollegen, also ich habe jetzt irgendwie ein Konzept geschrieben, bin damit fertig und jetzt kann ich diese Seite mit meinen Kollegen teilen, indem ich einfach auf diesen Knopf Teilen drücke und dann geht hier so ein Fensterchen auf. Und hier kann ich jetzt die anderen Teilnehmer, die Zugriff auf das System haben, auswählen. Also ich gebe zum Beispiel hier Sebastian Preuß ein und dann erscheint der hier auch direkt schon, kann ich draufdrücken. Dem Erik Klein will ich auch Bescheid sagen und dem Martin Seibert, ich bin jetzt momentan als Administrator eingeloggt, der soll auch Bescheid bekommen. Ich kann jetzt auch den Martin Seibert wieder rausnehmen. Ich kann auch den Benutzernamen angeben, das ist egal. Und dann sage ich, schaut euch das doch mal an und ergänzt. Grundsätzlich ist das eine Funktion. Mach es mal fertig. Klicke jetzt hier auf Teilen. Und das war's schon. Jetzt geht das Fenster wieder zu. Jetzt kriegen die drei Leute, die ich da ausgewählt habe, eine E-Mail und können darauf reagieren. Also können das in die Seite reingehen. Grundsätzlich ist das gar nicht so eine neue Funktion. Ich habe mir am Anfang überlegt, ist das wirklich sinnvoll, das jetzt am Anfang vorzustellen? Ist das so eine wichtige Funktion? Oder ist das eigentlich überhaupt keine Novität? Denn ich kann ja hier immer noch hingehen und konnte auch vorher schon, also jetzt eine E-Mail aufmachen, hier oben die URL rauskopieren und die einfach per E-Mail verschicken. Also jetzt keine so große Alternative. Ich zeige vielleicht mal ganz kurz, wie das jetzt ausschaut. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail bekommen, also in einem anderen Fenster.
So, und jetzt ziehen wir den mal hier rüber. So, das ist jetzt also die Mail, die ich von Confluence bekommen habe. Da steht jetzt, Administrator hat gerade folgende Seite mit Ihnen geteilt. Testseite sind dem oder Share-Button, schaut euch das nochmal an und ergänzt. Und das kann ich also hier drauf drücken und komme dann auf die entsprechende Seite. Ja, also wie schon gesagt, man könnte sagen, das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Trotzdem sorgt diese Funktionalität nochmal innerhalb der Software dafür, dass mehr Kommunikation entsteht. Und das ist eigentlich genau das, was einen Firmenwiki ausmacht. Transparenz, Kommunikation, Verbesserung der Informationen über Projekte, über Unternehmensabläufe, über Änderungen und so weiter. Insofern halte ich diese Teilenfunktion durchaus für eine sinnvolle Ergänzung in Confluence. Und es ist, man könnte sagen, hier oben die URL zu nehmen und die zu verschicken, ist eher schon eine sozusagen Profi-Aktivität, während innerhalb einer Applikation sowas durchzuführen für viele Benutzer deutlich einfacher ist. So, der Share-Button. Ich glaube, da gibt es keine großen Fragen zu. Die Funktionalität ist jetzt nicht weltbewegend, aber für die Nutzung von Confluence meines Erachtens durchaus hilfreich. AutoWatch schließt sich direkt daran an. Wenn ich als Benutzer diese Seite anlege, werde ich automatisch für die Überwachung eingetragen. Also ich habe jetzt an der Seite eine Änderung durchgeführt, auch wenn ich die kommentiere oder wenn ich irgendwas anderes mit der Seite mache, dann werde ich automatisch als Abonnent eingetragen. Und wenn jetzt ein anderer Benutzer vorbeikommt, ich melde mich einfach mal ab, ja, gar nicht so einfach hier, so, abmelden, klick. So, ich logge mich jetzt mal als M. Seibert ein. So, und wenn ich jetzt hier eine Änderung durchführe, bla bla, hier nochmal blub. So, dann werde ich automatisch auch zu einem Überwacher und der Administrator kriegt entsprechend eine E-Mail zugeschickt. Wenn ich mich jetzt hier wieder auslogge, bin ja sozusagen als Martin Seibert da eingetragen als Abonnent. Und der Administrator macht jetzt eine Änderung. So, Punkt, 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 fügt er ein, drückt auf Speichern. Dann kriege ich als Martin Seibert eine E-Mail. Und die kriege ich jetzt auch gleich per E-Mail zugeschickt und kann die dann mal öffnen. Währenddessen schauen wir uns vielleicht einfach mal eine andere Mail an, während die hier zugestellt wird, die ich vorhin schon vorbereitet habe. So. Und das ist eigentlich ganz nett. Also erstmal grundsätzlich, diese Funktionalität kennt man schon. Was jetzt neu in Confluence 3.5 ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, die Sachen sofort mit einem Klick hier zu verändern. Das heißt also, ich kann sagen, ich will das nicht mehr wissen, was da passiert. Ich kann einen Kommentar hinzufügen, ich kann sehen, was geändert wurde, ich kann online darauf zugreifen und ich kann generell meine E-Mail-Notifikationseinstellungen verändern, sodass ich auch als Benutzer, wenn ich das Gefühl habe, dass Confluence schickt mir zu viele E-Mails, hingehen kann und sagen kann, okay, mach das ganz aus. Was hier nett ist, ich kriege als erstes in der E-Mail gezeigt, was hat sich verändert. Das heißt also, hier hat jetzt der Administrator, vielleicht jetzt ist die andere E-Mail auch schon da, kann ich die auch mal aufmachen. Hier sehe ich jetzt also, was hat sich geändert. Da wurden diese drei Punkte hinzugefügt. Und dann sehe ich auch nochmal den kompletten Inhalt. Das ist jetzt hier ziemlich unspektakulär. Aber hier kann man das schon deutlich besser sehen. Hier sehe ich jetzt auch, was wurde geändert. Also hier wurde offensichtlich ein Jira-Issue hinzugefügt. Aber ich kann auch nochmal den kompletten Inhalt sehen der Seite, inklusive dem PDF-Dokument, das hier eingebunden ist und so weiter. Und das ist schon ein großer Vorteil meines Erachtens, weil das Confluence einfach zu mir in meinen E-Mail-Briefkasten kommt und ich da schon inhaltlich sehen kann, was haben die Kollegen denn geändert. Und wenn das für mich in Ordnung ist, brauche ich dazu gar nichts mehr zu machen, sondern kann das einfach zur Kenntnis nehmen und das war's. Und wie schon gesagt, hier unten gibt es dann halt diese entsprechenden Möglichkeiten, das wieder abzuschalten. Auto-Watch nennt sich diese Funktion. Also ich werde automatisch als
Beobachter eingetragen, kann das natürlich auch jederzeit wieder beenden oder aktivieren. Ich kann auch in meinen eigenen Einstellungen unter Überwachungen, hier bei E-Mail-Einstellungen, kann man das automatische Überwachen ausstellen, indem man hier bei Bearbeiten diesen Haken entfernt. Ja, also ich halte das eigentlich für eine sinnvolle Funktionalität, die ist standardmäßig auch angeschaltet. Und auch hier dieses tägliche Aktualisierung abonnieren ist sehr sinnvoll. Und insofern rate ich Ihnen, das anzulassen. Da gibt es ganz häufig einen Einwurf. Ja, jetzt schickt das Confluence ja noch mehr noch mehr E-Mails. Das heißt, Sie haben diese Teilen-Funktion, die zu mehr E-Mails führt. Und Sie haben jetzt auch noch diese Auto-Watch-Funktion, die zu noch mehr E-Mail-Spam, überall wo ich irgendwo kommentiere, wo ich was editiere und dann jemand anders editiert, kriege ich dann auf einmal 20 E-Mails, wenn das ein total heißes Thema ist. Und genau das ist doch eigentlich das, was ich verhindern will. Ich will doch nicht mehr E-Mails und ich will doch weniger E-Mails in meinem Briefkasten haben. Und grundsätzlich will ich sagen, ja, das ist richtig. Confluence und Wikis und überhaupt Kommunikationswerkzeuge sollen die E-Mail-Flut und ineffiziente Kommunikation einschränken. Ja, also wir wollen produktiver werden, wir wollen effizienter kommunizieren und wir wollen uns nicht die ganze Zeit aufwendige E-Mails verschicken. Dann könnte man sagen, na gut, wenn dann das Confluence also mehr E-Mails verschickt, ist das ja schlecht. Tatsächlich muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wichtig ist nicht, wie viele E-Mails an Anzahl Sie bekommen, sondern wie lange Sie brauchen, um die zu bearbeiten. Wenn Sie 300 Mails am Tag bekommen, statt 30, und in 35 Minuten diese 300 Mails bearbeitet haben, ist das überhaupt kein Problem. Wenn Sie 30 Mails bekommen und brauchen 4 Stunden, um die zu bearbeiten, dann ist das ein Problem. Und die meisten Leute kriegen E-Mails, die sehr, sehr aufwendig zu bearbeiten sind. Hier sprechen wir von einfachen Notifikationsnachrichten, die ich mir theoretisch automatisch in einen Ordner reinschieben lassen kann, die ich automatisch irgendwo hinlegen kann, sodass sie mich auf dem iPhone oder so, wenn ich da gucke, nicht stören. Und auf diese Weise muss man da sehr stark differenzieren. Nicht die Anzahl, sondern die Dauer, die ich brauche, um meine E-Mails zu bearbeiten. Das ist das, was eigentlich relevant ist. Gut, dann gehen wir weiter in unserer Agenda und schauen uns hier nochmal diesen Punkt an. Also Auto-Watch sorgt dafür, dass ich automatisch benachrichtigt werde. Eine Funktionalität, die da noch dazugehört, die ich auch zeigen wollte, ist, dass man jetzt, wenn man in einzelnen Bereichen ist, die Möglichkeit hat, ich gehe jetzt mal hier in diesen Demonstration Space wieder rein. So, und wenn ich jetzt hier auf Durchsuchen und Erweitert klicke, dann hatte ich schon immer die Möglichkeit, die Überwachung des Bereichs zu beginnen, also alles, was in dem Bereich geschrieben wird, per E-Mail zu bekommen. Aber es gibt eine neue Funktion, die ist eigentlich ganz sinnvoll, dass ich sage, ich möchte gerne die Blog-Nachrichten, die in diesem Bereich erstellt werden, bekommen. Das sind nämlich dann deutlich weniger E-Mails und auf diese Weise habe ich die Möglichkeit, nur Mails zu bekommen, wenn jemand einen neuen Weblog in meinem Confluence, also einen Blogartikel, veröffentlicht. Das ist auch eine neue Funktion in Confluence 3.5, sehr sinnvoll. Also gesehen haben wir Auto-Watch und den Share-Button. Das sind E-Mail-Schleudern, die aber meines Erachtens sehr sinnvoll sind. Jetzt kommt eine richtig coole Funktion. Ja. Also HTML-unterstütztes Drag-and-Drop. Ich kann das gar nicht genug einreiben, wie cool diese Funktion ist, dass das jetzt von Atlassian eingebaut worden ist. Es war schon immer so, dass wir in unseren Conference-Software-Präsentationen sehr starkes Augenmerk darauf gelegt haben, dass unsere Kunden verstanden haben, ich kann mit so einem Confluence-Wiki genauso arbeiten wie mit meiner lokalen Software. Ich kann einfach per Drag-and-Drop-Dateien auf den Browser ziehen, die werden automatisch hochgeladen. Und man musste dann immer noch so ein kleines Sternchen oben dran machen und sagen, ja, yeah, aber du musst Google Gears installieren. Und dann die Konzerne haben gesagt, ja, das ist ja schön, aber wir können kein Google Gears installieren. Wir können gar nichts installieren. Und wir müssen mit unserem Internet Explorer 6 arbeiten. Und selbst wenn ich Google Gears installieren könnte, dann würde das nicht funktionieren. Und that's the way. Ja? Also es ist sozusagen so, seit Jahr und Tag laufe ich rum und sage, wie toll Drag and Drop ist. Und seit Confluence 3.5 funktioniert das wirklich in allen Browsern. Und das ist eine wirklich sehr gute Nachricht, die auch meines Erachtens dazu führt, dass später, wenn wir darüber sprechen, lohnt sich ein Update für Sie. Sollten Sie das durchführen, diese Funktionalität mit für ein starkes Ja sorgt. Aber jetzt, bevor wir da noch zu lange drüber sprechen, zeige ich Ihnen das einfach mal.
Wir gehen jetzt in unsere Confluence-Version rein, gucken uns nochmal unser Dokument an. Ich benenne das jetzt hier einfach mal um und sage alles klar. Das soll jetzt nicht mehr Tester zu dem und das. Der Drag Drop-Funktion. So. Und was ich jetzt mache, ist, ich brauche eine Datei. So, hier sind Dateien. Und jetzt nehme ich einfach eine von diesen Dateien, zum Beispiel hier dieses PDF-Dokument, und ziehe die von meinem Mac Finder auf meinen Browser. Ja, die meisten von Ihnen haben einen Windows-Rechner, aber das funktioniert da ganz genauso. Ja, es ist also eine HTML5-Funktion. Ich brauche kein Plugin mehr dafür. Die Datei wird automatisch hochgeladen, haben wir gerade anhand von diesem Upload-Balken gesehen und wird dann automatisch hier eingefügt. Und sobald ich auf Speichern drücke, wird das von mir hochgeladene PDF-Dokument, das ist jetzt erstmal hier im Anhang, kann ich mir gleich auch anschauen. Ein neues Fenster auf und gucken das an. Also die Datei wurde jetzt ganz regulär hochgeladen und wird jetzt hier in meinem Browser gerendert. Ich mache mal hier den Balken weg. So. Und jetzt kann ich hier durch das PDF-Dokument durch flippen, kann ja auch meine Vollbildansicht erstellen. Okay, das ist jetzt alles Standardfunktionalitäten von Confluence, aber dieses Drag and Drop, dass das jetzt in allen Browsern funktioniert, ist tatsächlich eine Novität. Ich muss nicht im Bearbeiten-Modus sein wie eben, sondern ich kann auch einfach hier hingehen und kann mein Dokument nehmen und kann das hier draufziehen. Ja, genau das Gleiche wird auch hochgeladen entsprechend und jetzt habe ich weiterhin nur einen Anhang, weil das ja die gleiche Datei wie eben war. Sehe aber jetzt hier, die werden hier versioniert. Auch eine Standardfunktion von Confluence, nicht neu, aber sehr, sehr hilfreich. Und was da tatsächlich ein richtig großer Vorteil meines Erachtens ist, ist, dass ich jetzt hier auch theoretisch alle von diesen Dateien nehmen kann und die alle hochladen kann. Schnick. So, und dann gibt es hier so ein, jetzt überdeckt sich das hier, aber sehe ich hier, dass diese Dateien alle hochgeladen werden. Das dauert einen kleinen Moment, weil die jetzt halbwegs groß sind. So, fertig. Und jetzt habe ich hier nicht mehr eine Datei, sondern fünf, die im Anhang sind. Ja. Und das Wiki-PDF wird jetzt schon in der zweiten, dritten Version sein. Ja. Und die anderen sind ja zum ersten Mal hochgeladen. Die kann ich jetzt auch noch in mein Dokument hier integrieren, indem ich einfach hingehe, auf Bearbeiten klicke. Nehmen wir das PDF-Dokument mal wieder raus. So, schwupp. Kann dann hier auf Ausrufezeichen klicken. Sind wir im Rich-Text? So, und jetzt werden mir die unterschiedlichen Medien hier angeboten. Jetzt nehmen wir zum Beispiel einfach mal die Word-Datei, um das zu zeigen. Speichern. Und dann wird der Inhalt der Word-Datei hier direkt auf der Seite angezeigt. Gut. Drag and Drop. Ich kann gar nicht genug einreiben, wie hilfreich das Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Tagesgeschäft vorkommen wird. Wir haben heute eine Situation, in der sehr viel mit proprietären Dateien noch gearbeitet wird. Word, Excel, PowerPoint, PDF-Dokumenten, die da per E-Mail hin und her fleuchen. Und die können Sie jetzt einfach aus der E-Mail nehmen und da draufziehen und die werden automatisch hochgeladen. Und zwar, ich habe es auch mal vorbereitet, in fast allen Browsern. Hier ist eine Übersicht. Da sehen wir hier unten Drag and Drop. Ja, hier sind jetzt die Browser. So, können wir es noch weg. Okay. So können wir es noch sehen. Und dann sehen wir, also wird Drag and Drop unterstützt in Google Chrome? Ja. In Opera? Nein. Das ist jetzt hier die Windows-Plattform. In Firefox? Ja. Und jetzt kommt hier, achso, das ist auch noch alles Windows. Safari? Ja. Und wird eine sehr gute Nachricht für die Konzernkunden sein. Internet Explorer 9, 8, 7 und 6 unterstützen angeblich das Drag and Drop. Insofern einfach mal ausprobieren. Ich habe es jetzt mit dem IE6 noch nicht ausprobiert, aber das wäre jedenfalls ziemlich cool für viele unserer Kunden, wenn diese Drag and Drop Funktion funktionieren würde. Bitte verwechseln Sie das nicht mit
der Office-Integration. Ja, also es gibt bei diesen Datei-Benutzungen gibt es zwei Funktionalitäten. Das eine ist, dass sie die Datei per Drag and Drop hochladen kann. Das andere ist, dass sie die aus dem Wiki direkt öffnen und bearbeiten und wieder ins Wiki zurückspeichern kann. Diese Office-Integration ist durch das Drag and Drop, was jetzt hier dargestellt wird, nicht verändert worden. Ja, also das ist mit dem IE6 vermutlich trotzdem noch nicht abbildbar und wird es vermutlich auch nicht werden. Aber trotzdem, das Hochladen von Dateien, das sollte eigentlich schon gehen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Gut, und auf dem Mac hier können wir auch mit Chrome, das mache ich ja gerade, der Opera leider auch nicht, aber dafür Safari und Firefox auch. Insofern, ja, sehr gute Nachrichten. Wenn Sie rausfinden wollen, ob Ihr eigener Browser das unterstützt, dann gehen Sie einfach auf HTML5-Test.com und da können Sie dann, da wird dann Ihr Browser abgecheckt und da kann man jetzt ja auch das Drag and Drop, ich habe gar nicht geguckt, Drag and Drop, genau hier, also kann man dann sehen, ob Drag and Drop unterstützt wird und für meinen Browser steht jetzt hier entsprechend Yes. Und das können Sie dann ganz leicht unter HTML5-Test.com nachprüfen und dann hoffentlich selbst auch Drag and Drop in Confluence ab der Version 3.5 nutzen. Gut, das ist meines Erachtens ein ganz dickes Plus. Und jetzt würde ich gerne mal springen, das Code-Block, obwohl, na, wir können das Code-Block-Makro auch gerade einschieben, ist nicht so umfangreich. Grundsätzlich wird Confluence sehr häufig auch von Entwicklern angewendet und die dokumentieren auch entsprechend Quellcode. Und dieser Quellcode sind ja teilweise, ja, also muss sozusagen irgendwie verstanden werden von anderen. Und dafür gibt es sogenannte Makros, die ein Quellcode-Highlighting durchführen. Und dieses Makro wurde verbessert. Ich zeige Ihnen es einfach mal. Hier haben wir jetzt das Code-Makro-Plugin für einen Java-Code enthalten. Und was hier mit Code-Highlighting gemeint ist, ist, dass Sie hier, also in Blau steht jetzt hier Package und Import und so weiter und hier in Grün bestimmte Werte. Das ist mit Code Highlighting gemeint. Die Zeilen sind nummeriert, damit man sich darauf beziehen kann und sagen kann, hier in Zeile 119 müsste da nicht eigentlich was anders stehen. Ich zeige das auch nochmal, das kann man hier vorbereiten. Es geht nicht nur mit, also wir entwickeln ja relativ viel in Java oder auch in Perl und es gibt aber ganz viele unterschiedliche, also hier kann man die Sprache angeben, das lässt sich alles über eine Oberfläche schön abbilden. Also hier macht man einfach den Code rein in den Textkörper, dann sagt man, was für eine Sprache das ist. Action, Script, Bash, Delphi, Groovy, Java, Perl und so weiter und so fort, Ruby. Und dann kann man sagen, ob das aus- und einklappbar ist, wie das gelayoutet werden soll und dann einfach auf Speichern und dann wird es hier entsprechend dargestellt. So viel zum Code-Makro-Plugin, also eher was, was die Entwickler freuen wird. Was mich daran freut, ist, dass Atlassian ein Unternehmen ist, das tatsächlich auch Sie als Bestandskunden im Kopf behält und weiterhin für die bestehenden Kunden arbeitet. Können Sie jetzt sagen, naja, ob die Entwickler da jetzt ein Code-Highlighting haben oder nicht, who cares? Aber die Leute, die tatsächlich mit dem Confluence intensiv arbeiten und dieses gebrauchen könnten, die kümmern sich und denen ist das schon sehr wichtig. Und man müsste auch vielleicht nochmal verstehen, dass Atlassian durch die eigene Lizenzpolitik ein sehr großes Interesse an guten, hochwertigen Updates hat. Es gibt ja keine automatische Verlängerung von Confluence, sodass der Hersteller immer das Erfordernis hat, seinen Kunden vorzustellen, warum sollt ihr überhaupt ein Upgrade durchführen? Warum sollt ihr eine Verlängerungslizenz kaufen? Und das funktioniert natürlich besonders dann gut, wenn ich coole neue Funktionen anbiete. Und da ist Atlassian sehr stark drin und die konzentrieren sich dabei natürlich auch auf die Bestandskunden, weil die Bestandskunden ja verlängern sollen. Das sind halt in vielen Fällen Softwareentwickler. Und deswegen gibt es dieses Code-Block-Makro. Auch wenn ich persönlich keine Ahnung von Java-Programmierung habe,
ist das für unsere Java-Entwickler durchaus sehr hilfreich. Und eine absolut gute Nachricht für Sie als Betreiber von einem Wiki, weil das zeigt, dass Confluence da nicht nur die Entscheider, sondern auch die Anwender im Blick behält und für die sinnvolle Funktionalitäten anbietet. So, dann gehen wir mal auf die Jira-Anbindung. Das ist meines Erachtens das coolste Feature in dem neuen Release. Man konnte auch vorher schon Jira in Confluence integrieren. So richtig schön war es eigentlich nicht. Und jetzt ist es richtig schön geworden. Also stärkere Jira-Anbindung in Confluence, eine Möglichkeit, sehr einfach bestehende Issues aus einer Confluence-Instanz zu integrieren und dafür zu sorgen, dass man auf der Confluence-Seite die einbinden kann. Hier gehen wir nochmal auf unsere Testinstanz. Und hier gab es auch, oder ich lege vielleicht einfach nochmal eine neue Seite an, so. Nennen wir jetzt einfach mal meine Projektübersicht. Und jetzt gehen wir hier hin und fügen einfach mal, also hier gibt es jetzt dieses Jira-Issue-Icon, da kann ich drauf drücken und sehe dann hier schon die kürzlich angezeigten Issues, die ich in meiner Jira-Instanz, also ich habe hier eine weitere Testinstanz angelegt, das kann ich jetzt einfach auswählen, das ist der einfachste Fall, ja, das habe ich mir gerade angeguckt, Problem mit der Android-Oberfläche, da drücke ich jetzt entsprechend hier drauf. Ah, hier unten, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Hallo? Meine Auflösung ist zu klein. Ich kann hier unten nicht auf Speichern drücken, aber vielleicht, ja, Enter hilft. Okay, alles klar, dann reicht uns mal hier Enter zu drücken. So, und jetzt drücke ich auf Speichern. Und jetzt habe ich hier meinen Jira-Issue. Ja, der wird jetzt hier dargestellt, ist auch entsprechend verlinkt mit meiner Jira-Instanz. Und ich kann sozusagen Aufgaben aus meinem Aufgabenmanagementsystem in meinem Wiki anzeigen. Das war jetzt hier eine Aufgabe, geht aber ganz genauso auch, indem ich hier sage, okay, statt hier drauf zu drücken, gibt es wie bei vielen anderen Dingen bei Jira jetzt auch über Steuerung Shift J. Oh, Entschuldigung, die. Achso, das geht jetzt gar nicht, weil ich diese. Ich habe das schon belegt bei mir. na gut, okay, also. Über STRG SHIFT J können Sie auf Ihrem Windows-Rechner oder Apfeltaste SHIFT und J kann man auch dieses Fenster hier aufzeigen lassen. Jetzt suche ich einfach mal nach Problemen, finde dann diese drei Sachen, kann hier unten sagen Insert all query results as a table. Also ich möchte gerne alle diese Elemente in meine Confluence-Seite einbinden. Drücke dann auf Enter. Oh, hoffentlich. Ja. Ich muss jetzt, glaube ich, hier doch mal kurz die Auflösung mit dem über den anderen Bildschirm größer machen, um den Einfügen-Knopf zu sehen. So, Entschuldigung, kleiner Trick, aber die Auflösung ist hier so klein, damit Sie mehr sehen können und die Schriftart größer wird. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern drücke, dann wird hier eine Liste von allen Issues angezeigt. Und das Coole daran ist, dass die automatisch auch aus Jira abgerufen und aktualisiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt also hier auf meinen Jira-Issue gehe und in Jira den löse und sage, alles klar, der ist behoben, hat irgendwie jetzt hier 5 Stunden gedauert. So. Und gehe jetzt wieder auf meine Projektübersicht zurück und lade hier neu, beziehungsweise ich hätte hier unten drauf drücken können. So. Dann sehen wir, dass dieser SUP3 die Aufgabe entsprechend jetzt auf erledigt steht und hier oben auch und hier durchgestrichen ist. Das heißt, ich habe hier mit Confluence auf einmal die Möglichkeit, sehr einfach und schnell mein Aufgabenmanagementsystem Jira mit meinem Firmenwiki Confluence zu verbinden. Da gibt es unglaublich viele Anwendungsfälle für. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Sie sich das jetzt anschauen und selbst kein Jira einsetzen, dass Sie das irgendwie langweilig finden. Ja? Aber mich begeistert das total. Sie sollten sich vielleicht einfach mal mit Jira auseinandersetzen oder vielleicht, wenn Sie jetzt Jira haben, mal mit Confluence auseinandersetzen. In der Kombination ist das wirklich ein Dream Team, weil Sie jetzt die Möglichkeit haben, hier
Dokumentation, Wissen, Abstimmung, Kommunikation über das Wiki abzubilden und Effizienz, Transparenz, kontrollierte Abläufe, agile Softwareentwicklung, Kanban und so weiter über Jira abzubilden und das Ganze miteinander nahtlos zu verbinden. Es ist ja schon lange möglich, dass ich Confluence-Inhalte in Jira anzeigen lassen kann, und hier mit diesem Confluence 3.5 Update ist es jetzt auch möglich, sehr einfach und schnell Jira-Inhalte in Confluence anzeigen zu lassen. Eine kleine Fehlerquelle will ich kurz noch hier darstellen. Sie hat mich jetzt hier beim Vorbereiten relativ viel Zeit gekostet. Wenn ich mich jetzt als mSalbert einlogge in mein System und versuche dann einen Jira-Issue hier einzubinden, oder auch, wir sehen das auch jetzt hier schon, dass ich hier keine Inhalte angezeigt bekomme. Genauso, wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke und dann versuche, dann gibt es hier also kein Ergebnis, und auch hier bei kürzlich angezeigt erscheint nichts. Und das liegt daran, dass es den User mSalbert in der Jira-Instanz nicht gibt und deshalb die Jira-Instanz nicht sagen kann, ob der den Issue sehen kann oder nicht. Ich suche ja hier Informationen aus einem Drittsystem raus, und es ist erforderlich, dass in diesem Drittsystem der User auch angelegt ist und dort auch Rechte hat. Das ist also eine wichtige Kenntnis, die sie benötigen. Das heißt, sie sollten dann ihr Jira, wenn sie zum Beispiel nur 5 Leute haben, die in Jira arbeiten und alle anderen sollen gucken, dann sollten sie dafür sorgen, dass auch anonyme Benutzer Jira-Issues sehen können. Ja, vielleicht können die auch dann kommentieren. Dann sehen die Seite genauso, wie die angelegt haben. Aber das ist also wichtig und aus sicherheitstechnischen Gründen ja auch absolut nachvollziehbar, dass ich nicht möchte, dass jemand einfach mit seinen eigenen Rechten anderen die Möglichkeit gibt, da zuzugreifen und vertrauliche Informationen abzurufen. Gut, so viel zu der Jira-Integration. Grundsätzlich haben Sie als Inhaber von der Confluence-Lizenz die Möglichkeit, ein Update durchzuführen, und zwar 12 Monate nach Kauf. Können Sie sich einfach bei uns melden, helfen wir Ihnen gerne bei. Wenn Sie länger als 12 Monate keine neue Lizenz gekauft haben, dann brauchen Sie ein Update. Als offizieller Vertriebspartner in Deutschland können wir Ihnen einen Naturalrabatt in Form von 10% geben. Den können Sie zum Beispiel in Beratungsleistungen annehmen. Vielleicht gucken wir mal ganz kurz über die Preisliste. Achso, Moment, das ist jetzt hier Salbert /Confluence Preise. Genau, da wollte ich hin. Also ein Confluence Update ist relativ erschwinglich. Es kostet 50% der Erstlizenz. Hier haben wir also Verlängerung, es ist optional, man muss nicht updaten. Innerhalb der ersten 12 Monate kann man kostenfrei updaten, und danach zum Beispiel für 25 Redakteure kostet das 400 US-Dollar, sind ungefähr 300 Euro, oder für eine ganz große Instanz mit über 2000 Leuten 6000 US-Dollar oder 4600 Euro. Gut, so viel zu den neuen Funktionen. Es gibt eine, hier auch in Englisch, sogenannte Release Notes von Atlassian. Die können wir noch mal ganz kurz durchgehen, um zu gucken, ob ich was vergessen habe. Ich habe zum Beispiel nicht gezeigt, Easy Powerful Connections to Active Directory, LDAP and Crowd. Es gibt also eine Verbesserung der Anbindung von externen Benutzerverwaltungssystemen in der neuen Version. Improved Jira Integration habe ich gezeigt. Da gibt es ja auch nochmal ein Video von Atlassian. Drag and Drop habe ich gezeigt. Ist hier nur so ein kleiner Punkt. Meines Erachtens wirklich eine wichtige Funktionalität für alle Benutzer, während die Jira-Integration natürlich nur für die, die Jira auch anwenden, cool ist. Auto-Watch und Improved Notification Settings habe ich gezeigt. Sharing Pages und Blog Posts habe ich auch gezeigt. Code Macro habe ich auch gezeigt. Und da gibt es ja noch so ein paar administrative Dinge, die jetzt eher für technisch versierte Anwender interessant sind. Es gibt so eine What's New Feature Tour, das heißt, wenn Sie ein Update durchführen, dann kriegen Ihre Nutzer so hier so eine Art Tour angezeigt. Die können Sie dann auch ausschalten, damit Sie sozusagen die neuen Funktionalitäten ansehen und kennenlernen können. Confluence unterstützt jetzt endlich auch Hierarchien von Spaces.
Das haben wir bisher immer gebastelt für unsere Kunden und das wird jetzt hier nativ unterstützt, also hierarchische Wiki-Bereiche. Audio- und Video-Import ist verbessert worden. Also man kann dann einfach eine MOV-Datei auf das Wiki zeigen und die wird dann über HTML5 eingebunden. Muss der Browser allerdings auch unterstützen. Und dann gibt es noch ein paar so andere kleinere Verbesserungen, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Infrastrukturverbesserungen, mehr Browser-Support und so weiter und so fort. Wen das interessiert, der kann ja hier nochmal durch diese englischen Release-Notes durchgehen. Ich denke, dass auch, es gibt hier auch noch einen Blogartikel von uns, in dem die Änderungen dargestellt sind und da sind auch die Videos, die relevant sind, hinterlegt. Den hat der Matthias Rauer am 17. März veröffentlicht. Finden Sie unter blog.cybermedia.net, wo hier auch mit Videos das nochmal dargestellt wird. Es gibt Gründe, warum Sie nicht sofort updaten sollten. Ja? Es ist bei vielen Software-Systemen so, wenn ganz viele große Änderungen durchgeführt werden, sobald das System ausgerollt wird, kommt es zu einer Reihe von Fehlern. Dinge, die vorher funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Neue Funktionalitäten funktionieren auch nicht so, wie sie sollen. Und das Gleiche gilt für Confluence 3.5 auch. Das heißt, wenn Sie jetzt live das Video anschauen, dann empfehle ich Ihnen, warten Sie noch. Ja? Kontaktieren Sie uns, sprechen Sie sich mit uns ab. Momentan ist es so, dass es eine Vielzahl an Problemen gibt, die Confluence hat. Und zwar, hier gibt es bekannte Fehler von Confluence 3.5. Ich rufe die mal auf. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von ja, Technical Advisories, die hier schon rausgegeben worden sind, also Hinweise, wo es Probleme geben kann. Und was noch viel wichtiger für uns jetzt hier ist, sind Jira-Issues, nämlich, also hier benutzen die das sozusagen schon, diese Integration, die hier 87 Bugs, also 87 Dinge, die in der Confluence-Version, wenn Sie die jetzt installieren, 3.5, dann sind das alles Probleme, die Sie haben werden. Und das sind meines Erachtens einfach zu viele. Ja, das ist noch relativ buggy. Hier steht zwar jetzt, und das hat man Atlassian groß anzurechnen, dass viele von diesen Problemen schon gelöst sind, aber wenn Sie jetzt einen Confluence 3.5 runterladen, dann sind ja diese Änderungen da noch nicht enthalten. Das heißt also, Sie haben die dann noch mit drin. Und zum Beispiel hatten wir das eben gerade: Flash Elements, Overlay, Confluence Menus und Dialogs in Chrome. Genau das Problem hatte ich ja vorhin auch, dass da so ein Overlay war. Das haben sie inzwischen schon behoben, aber halt noch nicht in der Version, die ich jetzt installieren kann. Ja? Und hier sieht man auch, da sind noch eine ganze Reihe von Bugs offen. Und da sollte man also als Betreiber ein bisschen vorsichtig sein und noch ein bisschen warten, bevor man das Update durchführt. Wie gesagt, wir helfen und beraten Sie da gerne. Momentan halte ich ein Update für noch nicht empfehlenswert. Wenn Sie mich fragen, soll man denn generell updaten? Jetzt wird ja bestimmt irgendwann Confluence 3.5.1 rauskommen, also ein sogenanntes Bugfix-Release, in dem diese ganzen Probleme behoben worden sind. Dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Sowohl Drag and Drop als auch die Jira-Integration als auch diese Auto-Watch-Funktion mit den E-Mails sind drei Elemente, die zu deutlich mehr Nutzung Ihres Systems führen werden und dafür sorgen, dass ich der Meinung bin, dass Sie die neue Confluence-Version installieren sollten. Wenn Sie kürzlich erst eine Lizenz gekauft haben, dann ist es ja eh kostenfrei, dann brauchen Sie nur den Update-Aufwand, den Sie intern haben oder den Sie durch uns vielleicht haben, zu finanzieren. Das ist relativ überschaubar. Da ist jetzt infrastrukturell nicht so viel verändert worden, dass man da irgendwie, also es ist kein Major-Update. Und gleichzeitig, wenn Sie jetzt eine alte Lizenz haben und eine neue Lizenz kaufen sollten, ist sozusagen die Frage, lohnt sich das jetzt? Meines Erachtens ist auch das durch diese drei Funktionalitäten mit Ja zu beantworten. Die Entscheidung müssen Sie tatsächlich selber treffen. Gerne stehen wir zur Verfügung, um das mit Ihnen abzustimmen. Viele, die jetzt keine aktuelle Confluence-Version haben und auch eine abgelaufene Lizenz haben, die also eine Erneuerung kaufen müssten, die werden ja vermutlich auch noch 3.4 und 3.3 noch nicht installiert haben. Oder sozusagen mit einer älteren Version als 3.4 arbeiten, sodass dann noch weitere Funktionen hinzukommen, die ich jetzt hier nicht vorgestellt habe. Insofern, ja, melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen gerne, beraten Sie dabei und
Ich schaue jetzt mal gerade, hier wurden jetzt keine Fragen gestellt. Insofern würde ich sagen, wären wir dann somit damit durch. So viel zu der neuen Version Confluence 3.5. Wenn Sie Zeit haben, probieren Sie es mal aus. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie unter cyberbit/Fragen Ihre Fragen ein. Ich beantworte die gerne und freue mich ansonsten, wenn wir Sie beraten dürfen und Sie viel Spaß und Erfolg mit Confluence 3.5 haben. Alles klar. Danke. Bis dann. Tschüss.